Liebe Finanzmarktwelt-Community, tja, manchmal geht die Börse einfach den Weg des größten Schmerzes. So ist es mir gerade im DAX passiert. Und wie das aussieht und wie es mit dem DAX weitergehen könnte und mit den US-Indizes und mit Gold, das schauen wir uns jetzt im Chart an. Wenn Sie sich an mein letztes Video hier auf Finanzmarktwelt erinnern, dann erinnern Sie sich vielleicht. Wir hatten gesagt hier, die 12.200, 12.400 Punkte Marke ist ein ganz wichtiges Niveau, denn wenn das gebrochen wird, dann wird hier diese ganze Formation wird aufgelöst und ein größerer Kursrutsch in Richtung 10.000 Punkte ist durchaus möglich, weil man immer wieder abschätzen kann, ich sag mal so diese vorherige Bewegung, die wir die letzten Monate gesehen haben, dass ereignet sich dann oft nochmal nach unten. Märkte bewegen sich immer in ganz ähnlichen Zyklen. So, jetzt wurde die Unterstützung unterschritten. Und da habe ich gesagt, ja, wir müssen aufpassen, wenn wir mal über 12.600 Punkte wieder schließen, irgendwo müssen wir ja auch unseren Stop setzen. Irgendwo müssen wir auch sagen, okay, an diesem Punkt müssen wir kapitulieren, wahrscheinlich geht unsere Trading-Idee nicht mehr auf. Und so ist es dann bei mir geschehen. 12.600 Punkte, das Niveau wurde, jetzt im Nachhinein sehen wir, knapp überschritten. Meine Short-Position ist aufgelöst, ein Verlust ist realisiert. Aber das Gute ist, es ist ein kalkulierter Verlust. Und wenn Sie aktiv an der Börse sind, dann müssen Sie einfach damit rechnen, dass mal die Hälfte der Positionen, die Sie eingehen, dass Sie im Verlust enden, im kalkulierten Verlust. Das ist aber nicht schlimm, denn das Ziel ist es ja, ich sag mal, mit einem kleinen Risiko, was wir hier ein oder was ich eingegangen bin, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aus dem Markt herauszuarbeiten. So, und jetzt Stand Freitag 17 Uhr 30, macht sich der DAX schon wieder auf den Weg nach unten. Es kann also sein, dass ich nur kurz rausgeschüttelt wurde, mein Stop-Loss abgefischt wurde quasi. So, und jetzt steigt die Party und der Markt rutscht weiter nach unten durch. Was macht man in so einer Situation? Ruhig bleiben. Ich habe keine Position mehr. Das heißt, ich bin jetzt völlig frei und kann die Lage erstmal wieder neu bewerten. Kann die Lage neu sondieren. Und genau das werde ich auch machen. Und das ist das Schöne am Trading. Man ist mit keinem einzelnen Markt verhaftet. Ich muss ja jetzt nicht zwingend den DAX handeln. Es gibt ja, ich handle hauptsächlich eigentlich nur Aktien. Es gibt eine riesengroße Anzahl an Aktien, die man handeln kann. Hochliquide Aktien, besonders in den USA. Und da findet man immer etwas Interessantes. Und deswegen, wenn mal eine Idee nicht aufgegangen ist und man dann so ein bisschen ratlos dasteht und denkt, okay, jetzt so richtig bärisch, also so richtig Verkaufsdruck ist nicht aufgekommen, aber ne, nach oben ging es halt auch nicht. Ja, komisch. Dann stellt man sich passiv an die Seitenlinie und wartet auf die nächste Chance, beziehungsweise sucht sich die nächste Aktie. Schauen wir uns den S&P 500 an. Wie sieht's denn da aus? Der hat ganz gut genau das gemacht, was wir gesagt haben. Da hat man gesagt, hier, Achtung, markantes Verlaufstief, aber die eigentliche Unterstützung, die ist tiefer, hier im Bereich 3,5, 3,6. Die 3,6 wurde ziemlich genau angelaufen und der Markt hat eine schnelle 200 Punkte Gegenbewegung gezeigt. Und hier habe ich auch eher erwartet, also nachdem wir wirklich bam, so eine schnelle dynamische Reaktion nach oben gesehen haben, dass eine Korrektur eher so ein bisschen umherdümpelt, seitwärts verläuft und dass wir mal mindestens die 3.900 Punkte Marke anlaufen werden. Und heute kommt auch hier schon wieder ordentlicher Verkaufsdruck auf. Das muss aber nicht heißen, und gerade in den USA, das muss nicht heißen, dass die 3,5 bricht, sondern ich gehe hier eher davon aus, dass wir, wenn wir das Niveau nochmal antesten, gerne auch neue Tiefs erreichen. Aber was ich nicht sehen möchte, ist ein Schlusskurs unter 3.500 Punkten. Der wird das Chartbild tatsächlich erstmal so weit stören, dass ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Verkäufer jetzt hier nach unten sich erstmal so weit verausgabt haben, dass wir mal eine vernünftig handelbare Gegenreaktion nach oben sehen werden. Das Schöne ist, ich habe hier auf dem Weg nach unten habe ich Aktien gekauft. Nach dieser Bewegung, Kunden von mir haben schon Teilgewinne mitgenommen oder zumindest Stop-Loss nachgezogen,
sodass uns da, ich sag mal, außer dem Gewinn, der jetzt natürlich einfach wieder dahin schmelzt, kann uns da aber nicht mehr großartig was passieren. Und ja, eben, das ist Trading. Wir müssen uns damit abfinden, dass die Börse immer recht hat und wir können nur entsprechend reagieren. Wir können versuchen, den Markt zu lesen und am Ende kann es trotzdem sein, auch wenn man alles in Anführungsstrichen richtig gemacht hat, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, dass man trotzdem an der Börse Geld verliert. So, und das darf man aber nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so. Trading ist ein Geschäft und damit muss man sich auseinandersetzen. Wir können auch weiter an der Börse spekulieren. Es gibt ja genug Aktien. Wir sind auch mit dem S&P nicht verheiratet. Aber hier unten auf das Niveau, da müssen wir achten als nächstes, wenn wir tatsächlich nochmal neue Tiefs sehen. Und der Tag ist noch lang. Wir können ja auch mit Schatten unten laufen und nächste Woche Richtung 3.900 Punkte laufen. Deswegen, da müssen wir einfach schauen, was passiert. Aber was so ein neuralgischer Punkt ist, wo es wirklich spannend wird, wo man auch Low-Risk-Entries findet, also wo wir wirklich ein grandioses Chance-Risiko-Verhältnis auch erneut noch erreichen können, ist hier unten der Bereich zwischen 3.500 und 3.600 Punkten. Jetzt gucken wir uns mal unsere geliebte Gemeinschaftswährung an, den Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier hatten wir ein markantes Unterstützungsniveau, hatten wir gesagt, hier 0,96 ist ein erstes Ziel. Die Gegenbewegung auch ordentlich. Und da sehen wir, psychologische Marken, gerade bei den Währungen hier, runde Summen, ne? 1, Parität, wurde in der Vergangenheit schon angetestet, Gegenbewegung. Dann so ein bisschen hin und her getänzelt und jetzt wieder angelaufen, Gegenbewegung. Der Trend ist immer noch klar abwärts gerichtet, läuft in einem recht engen Trendkanal und wenn das so weitergeht, ne, dann sind wir irgendwann 2023 bei 0,86. So, und jetzt schauen wir uns mal den Goldpreis an. Und der macht im Grunde ganz Ähnliches, wie wir es im DAX gesehen haben. Hier, das waren immer schöne Kaufniveaus. Haben wir immer gesagt, auch hier, Finanzmarktwelt, na, Kaufniveau, Gegenbewegung spekulieren. Zuletzt hat man gesagt, das ist Kaufniveau, erstes Ziel 1800, zweites Ziel 1900. Erstes Ziel erreicht, Teilgewinn realisiert, zweites Ziel, puh, schade, hat nicht geklappt. Aber immerhin, ein kleiner Profit ist natürlich hängen geblieben. So, und jetzt ist diese Struktur gebrochen. Und auch hier war damit zu rechnen, so wie ich sie eingezeichnet habe, bam, dass wir zumindest in Richtung 1580 nach unten laufen. Aber die Käufer waren zumindest kurzfristig stark. Und so eine starke Bewegung, ne, so sehr dynamisch, ein paar Tage, bam, 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 einfach nach oben, sowas endet häufig, also ein Fehlausbruchsszenario, dass man dann nochmal, ich sag mal, in diesem Bereich eintaucht und dann nach Möglichkeit schnell nach oben anzieht. Denn alle, die hier unten verkauft haben, die schon hier angefangen haben zu drücken, zu drücken, zu drücken, die den Marktpreis nach unten manipulieren, will ich nicht sagen, einfach die hier verkauft haben, die sind unter Wasser. Die sind hier gefangen. Trapped Traders nennt man das. Und je stärker oder je schneller jetzt der Markt nach oben läuft, desto mehr Schmerzen erleiden die und müssen entsprechend die Short-Position schnell zurückkaufen. Das heißt, die werden zu Käufern und verstärken dann die Aufwärtsbewegung. Und hier unten, genau, das haben wir auch im DAX mal nicht gesehen, haben wir auch schon ganz ordentliches Handelsvolumen, was hier umgegangen ist. Und von daher können wir davon ausgehen, dass tatsächlich einige auf dem falschen Fuß erwischt und möglicherweise hier zu einer weiteren Aufwärtsbewegung beitragen. Aber da können wir mal die nächsten Tage hier schauen, was im Bereich hier unten der Unterstützung passiert. So kleine Schatten unten, Umkehrsignale, können schon wieder ein Indiz dafür sein, dass die nächste Aufwärtsbewegung ansteht, dass es hier tatsächlich einfach nur, dass es sich hier nur um eine kurze Falle gehandelt hat. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal aktuell ein Video veröffentlicht, der größte Fehler im Trading. Und den müssen Sie sich unbedingt anschauen, denn wenn Sie diesen Fehler nicht machen, haben Sie sehr gute Chancen, dass Sie sogar relativ schnell zu den 10% Börsianern gehören, die eben an der Börse kein Geld mehr verlieren.